Schön, dass ihr da seid im Donisel hier bei unserem Wirt Peter Reichert. Ich freue mich natürlich besonders, dass unser Wirtschaftsreferent und oberster Wiesenchef Clemens Baumgärtner heute da ist und uns die Ehre erweist. Lieber Clemens, vielen Dank, dass du da bist. Das ist für uns natürlich schon auch ein wichtiges Signal. Und ich möchte gleich an dieser Stelle auch vorausschicken, ein großes Dankeschön an die Veranstaltungsleitung. Der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen, dass so das Gerüst der Bräurosl draußen bereits aufgebaut wird. Und wir haben da eine einmalige Sondergenehmigung. Ich betone das, einmalige Sondergenehmigung, weil wir eben die Bräurosl Jahr 2020 das erste Mal aufstellen wollten. Und da war ja im Grunde genommen nach 2019 noch alles so im Fluss. Aber jetzt haben wir 2 Jahre Wiesenpause gemacht. Und jetzt haben natürlich unser Partner, die Firma Bletscher, hat gesagt, Mensch, puh, kriegen wir das alles hin, passen die Teile überhaupt, wie wir die gebaut haben. Und die Fundamente, lieber Uli, da haben wir ja noch 2019 nach der Wiesn gegossen. 2020. Da war aber auch noch nicht sicher, passt das alles und Grundleitungen. Und wir haben ja die Bräurosl auch ein Stück verschoben, 1,5 bis 2 Meter, aber da kannst du mehr dazu sagen. Richtung Süden, sodass wir auch da ein paar Abstandsthemen korrigiert haben. Und das muss natürlich alles zusammenpassen, insbesondere in diesem Jahr. Also hier nochmal ein großes Dankeschön an die Stadt, an die Veranstaltungsleitung, dass sie uns das genehmigt haben. Es hat ein paar Diskussionen gegeben, wir konnten es aber letztendlich gemeinsam stemmen. Und das ist wichtig auch von unserer Seite, das nochmal zu betonen. Es ist einmalig und es ist eine Ausnahmegenehmigung, weil normalerweise findet ja der Aufbau erst in ein paar Wochen statt. Aber ja, wir haben da schon ein paar Herausforderungen. Ja, die neue Bräurosl, geplant für 2020 zum Jubiläum. Leider Gottes haben wir in diesen beiden Jahren alle viel lernen müssen und dürfen, was so das Leben betrifft. Wir kommen jetzt wieder zurück und natürlich haben wir uns sehr, sehr gefreut, als der Münchner Oberbürgermeister vor kurzem dann die Wiesn 2022 letztendlich den Startschuss gegeben hat. Für uns alle war es eine natürlich positive Nachricht. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Nach 2 Jahren Pause, nach der Motor, der braucht jetzt wieder Bewegung. Ja, das Öl muss wieder schmieren. Wir müssen das Ganze wieder ins Laufen bringen. Und Gott sei Dank auch so früh diese Entscheidung, denn jeder Tag zählt. Es zählt jetzt mit dem Aufbau, wir brauchen das Personal, es fehlt überall an Handwerkern etc. etc. Firmen, die jahrzehntelang mitgearbeitet haben, auf die Verlass war, sind plötzlich weg. Also die sind nicht weg, aber die sagen, nein, wir machen kein Oktoberfest mehr, wir haben uns anderweitig orientiert, muss man verstehen. Man hat ja Mitarbeiter, die man bezahlt, die auch Familien ernähren müssen und sagen jetzt, nein, also wir haben uns jetzt mit unserem Betrieb so ausgerichtet, dass wir leider jetzt die Wiesn nicht mehr machen können. Also das ist auch für die Firma Bletschacher eine extreme Herausforderung. Sie sind absolute Profis, sind top engagiert, aber noch sind wir nicht so weit, sage ich mal. Also das heißt, jeder Tag zählt und darum nochmal sind wir echt dankbar, dass wir schon mal mit der Bräurosl anfangen haben können. Ja, einige Renderings, wie man das so neudeutsch nennt, haben wir hier schon mit dabei. Es ist ein komplett neues Zelt. Also wir verwenden nichts. Tutti komplett, außer unsere Biertanks, ist alles neu. Auch die sind neu. Auch die sind neu, also es ist alles neu. Wir haben hier einen Auftritt einer Bräurosl, die sich an eine historische Fassade anlehnt, orientiert. Das Ganze natürlich schon wieder mit gewissen, ja, wie sagt man halt so schön, Signatures ist das falsche Wort, Erkennungsmerkmalen mit den Maibäumen natürlich, klar, der Pschorrstern, die Bräurosl, logisch, der Name hat sich nicht verändert und auch das Bild auf der Frontfassade natürlich präsent im Fenster drin, die Bräurosl auf dem Pferd mit dem Maßkrug in der Hand. Ansonsten ist alles neu, alles anders, die Farben, die Größe, ein modernes Zelt, ein Zelt, das einfach den neuen Anforderungen entspricht. Fluchtwege etc., keine Diskussion, natürlich alles mit den Behörden entsprechend abgestimmt und genehmigt. Und ja, wir freuen uns natürlich narrisch, dass wir dieses neue Zelt jetzt endlich aufbauen dürfen. Es wird Hacker-Pschorr-Bier drin ausgeschenkt, logisch.
Und wir haben, was haben wir denn noch Neues? Ein Wirt? Ah ja, einen neuen Wirt, genau. Den hätte ich jetzt voll vergessen. Hier zu eurer Rechten, zu meiner Linken, Peter Reichert. Nicht nur Wirt im Donisel, sondern auch neuer Wirt in der Bräurosl. Eine Wiesenerfahrung bringt er mit. Er hat die Schönheitskönigin über einige Jahre des Volkssängerzeit auf der alten Wiesen gemacht, hat auch das sehr professionell betrieben, auch vergrößert, nicht ganz so groß wie die Bräurosl-Bäder, da ist noch ein bisschen ein Unterschied, aber ich denke, das kriegen wir hin, er ist absoluter Profi und wir arbeiten da wirklich Hand in Hand und sehr, sehr eng zusammen, teilweise wöchentliche, 14-tägige schon fixe, sodass wir uns ganz intensiv gemeinsam abstimmen. Nervös sind wir und wie? Nicht nur, weil wir uns auf das neue Zelt freuen, sondern wie vorher schon erwähnt, der 17. September ist schneller da, wie wir alle meinen. Und bis dahin ist noch ein Berg Arbeit zu machen. Und das wird nicht nur für die Bräurosl, die neu aufgebaut wird, und natürlich für den Peter Reichert, sondern denke ich, für alle Wirte eine große Herausforderung. Klar, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte auf der Wiesn sind, da ist eine gewisse Routine drin, aber nichtsdestotrotz 2 Jahre Stillstand bedeutet, man muss einfach die Maschinerie wieder anschmeißen. Und ich glaube, das sollte uns allen bewusst sein. Auch wir merken es jetzt in der Gastronomie. Es ist aktuell kein Selbstläufer. Ja? Die Mitarbeiter fehlen, Bedienungspersonal, Köchinnen, Köche etc. sind plötzlich weg. Und keiner weiß, wo die sind. Die sind einfach nicht mehr da. Und das wird natürlich auch spannend, wenn man heute sagt, in so einem Zeit 350, 400 Mitarbeiter, je nach Größe, mit Sicherheit, Security und allem drum und dran. 620. Und das mal 15 plus kleine Wiesenzelte etc. etc. Also wenn man das nochmal so durchrechnet, was man da an gastronomischem Personal braucht, ist das schon spannend. Also die nächsten Wochen und Monate gehen wir alle Vollgas. Die Firma Plätschacher auch. Bis jetzt hat alles geklappt. Die Konstruktion steht. Jetzt kriegen wir die ganzen Versorgungsleitungen, Grundleitungen etc. Da kann euch der Uli mehr dazu sagen. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei. Nochmal vielen Dank fürs Kommen. Bitte einfach, was interessiert euch, auch natürlich an unseren Wissenschef sehr gerne. Der Wirt, das Bier wird super, da gibt es keine Diskussion. Und der Rest läuft. Dankeschön. Die Hauptteile stehen jetzt da, als nur als Gerippe. Es wird auch hier nichts weiter passieren. Jetzt kommt der Nordanbau, also sprich Richtung Haupteingang runter. Warum der Nordanbau? Hier sind die ganzen Medien verlegt für die Küche, für die ganze Schalltechnik. Da müssen wir jetzt reinlegen, Zuwasser, Abwasser, Gasleitungen, Warmwasser. Also ich denke mal, die nächsten 4 Wochen werden nur Erdarbeiten ausgeführt. Es wird bis dato, wie schon gesagt, nur das Gerippe aufgestellt, keine Außenwände, keine Planen. Warum ich das Gerippe aufstelle, hat 2 Ursachen. A, der TÜV hat natürlich heuer sehr, sehr viel zu tun, ein neues Zelt. Es ist ja nicht ein Prüfbuch, sondern das ist ungefähr wie ein Bockhaus. Das heißt, das sind 20 Bücher. Gewichtstechnisch, ich sage es immer, an die 50 Kilo, was die Bücher wiegen. Und das Zelt braucht Abnehmen. Der TÜV hat sehr viel Arbeit. Er nimmt sämtliche Fahrgeschäfte, alle Zelte aus der Wiesn ab. Und somit hat er uns gebeten, dass wir hier frühzeitig beginnen. Es war das erste Zelt mit Tausenden von Glühbirnen. Das greifen wir natürlich wieder auf. Die Tradition greifen wir wieder auf. Die historische Fassade greifen wir wieder auf. Die Farben auch greifen wir wieder auf. Gelblich war immer die Beleuchtung drin. Also gelb, so. Ja, und jetzt haben wir aber wieder diese vielen Glühbirnen da drin. Das sieht man dann auf den Renderings. Und letztendlich ist es ein Traditionszelt, das wir auch so pflegen, das auch mit einer großartigen Musik bespielt wird, und wer wirklich mal Sepp Menzel mit seiner Mannschaft hört, die geben also richtig Gas, aber auch dann in die moderne Richtung. Aber ich sage jetzt einmal, es soll kein Disco-Zelt natürlich werden, sondern unser Bräurosl, das Münchner Zelt, so wie man es kennt, und dafür steht auch der Bäder, und das ist der Plan. Letztendlich haben wir die Genehmigung ausgenutzt. Es ist ja heute so, dass die Zelte letztendlich alle höher geworden sind mit der Zeit, weil wir natürlich auch umlaufende Galerien haben, die man heute auch nutzt, sowohl für die Gäste, aber auch für die Versorgung. Das ist halt auch wichtig. Ich habe im oberen Bereich Backoffice-Bereiche, ich habe Büros, ich habe Magazin, ich habe Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter.
etc. etc., Toilettenanlagen und so weiter. Und deswegen nutzen wir natürlich jetzt die maximale Firsthöhe aus, um letztendlich dann auch oben die Dinge unterzubringen, weil es hat sich einfach viel verändert die letzten 20 Jahre in den Zelten. Und die Qualität ist natürlich immer stärker ausgebaut worden und die Versorgung der Gäste ist natürlich auch eine andere mittlerweile und darum brauchen wir auch aufgrund des Gästeaufkommens einfach auch diese Flächen und die können wir jetzt dadurch auch im ersten Stock natürlich gut darstellen. Aber was vielleicht kannst du zur Konstruktion dann noch was sagen. Ganz wichtig, wir haben einen schönen Abstand zwischen die Pink, dass die nicht hinten am Rücken sitzen, also auch im Schiff. Das ist die Schiene jetzt an den neuen Zelten. Man hat ein bisschen was nach oben, also ein bisschen was, sind 600 Plätze mehr nach oben. Aber dafür haben wir unten mehr Platz gekriegt, sodass man auch wirklich die Rückenfreiheit hat und nicht immer zusammen rumgeht mit dem Hintern. Das ist ja auch angenehm sitzen für einen Gast.